Ja, hier ist Perinaldo TV. Ich spreche mit unserem Gast, dem Gast im Hotel Lariana, Christian Böhm, der hier 9 Tage Urlaub gemacht hat mit seiner Familie. Christian, jetzt geht's wieder nach Hause und erzähl doch mal unseren Zuschauern, was du so in Deutschland alles machst. Ja, also ich habe in Nürnberg eine Werbeagentur mit 10, mit 9 Mitarbeitern. Sind da sehr viel in der Lebensmittelbranche tätig, im Bereich Metzgereien, aber auch im Bereich Automobil, Gastronomie. Und im Urlaub suche ich halt immer ein bisschen irgendwas, wo man auf neue Ideen kommt, abseits vom Massentourismus. Und da bin ich auf Günter Gref mit seinem schönen Hotel hier gekommen. Ja, vielen Dank. Du hast ja auch dich, das war, fand ich, ich bin ja auch so ein Spezialisierungsfetischist, mir erzählt, dass du auch in deiner Agentur so speziell mit Metzgereien oder dich auf Metzgereien spezialisiert hast. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, das hat sich mal entwickelt mit einer Metzgerei in Kulmbach, für die wir immer regelmäßig eine Hauszeitung gemacht haben. Und so Stück für Stück kam das dann über Empfehlungen, so von einem zum anderen. Und heute sind es ja so rund 100 Metzgereien, für die wir arbeiten, die wir eigentlich alles machen. Vom kleinen Aufkleber fürs Dosenetikett bis hin zum Internetshop. Und das sind alles handwerklich arbeitende Familienunternehmen, von einer Filiale bis hin zum Multifilialisten. Und ich denke, es ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Die Metzger sind noch ein altes Handwerksherzblut und produzieren eine Qualität abseits vom industriellen Einheitsbrei und sorgen für Vielfalt auf der Speisekarte. Ja, wunderbar. Dann lassen wir das mal. Ihr müsst ja auch noch ziemlich weit fahren. Wie hat euch denn der Urlaub hier gefallen in Ligurien und in Perinaldo? Und in der Umgebung natürlich. Ja, hat uns sehr gut gefallen. Hier Perinaldo ist ein wirklich klasse Standort, um Ausflüge zu machen. Nizza ist gleich in der Nähe, Monte Carlo gleich in der Nähe. Viel Natur zu erleben, schöne Strecken, schöne Landschaften. Auch das Meer gleich in der Nähe. Also ich kann es eigentlich jedem empfehlen, der ein bisschen abseits vom Massentourismus Urlaub machen möchte. Abseits von der üblichen Menükarte, die einem TUI und Co. bietet. Und von Deutschland auch wunderbar zu erreichen, egal aus welcher Ecke man kommt. Also ist eine wunderbare Adresse. Ja, und fast hätte ich es vergessen, ist eigentlich mit das Wichtigste. Das habe ich ja auch nicht gewusst. Ich meine, wir kennen uns ja von früheren Dingen in der BAW. Das ist aber auch schon 25 Jahre wahrscheinlich her, wo wir uns da mal getroffen haben. Oder 20, keine Ahnung. Hast du da eine Ahnung? Nicht ganz so lange her, es war 2002. 2002, oh, Ja, mein ist ja noch Studium gar nicht Direktmarketing da gemacht hast. mit Ja, Professor Vögele. okay. Aber jetzt kommen wir noch zu deiner Leidenschaft im Laufen. Du hast mir erzählt, du hast schon über 50 Marathons gelaufen, hast auch hier fast jeden Tag, bist du da durch die Berge gehäschelt, hätte ich gerade gesagt. Es war ja bei dir, ist es ja kein Häscheln, es ist ja richtiges Laufen. Ja, wie kommt man dazu, so extrem Laufsport zu treiben? Auch so extrem ist es eigentlich gar nicht. Ich bin dazugekommen, eigentlich bei der Bundeswehr. Da ging es so entweder Laufen oder Saufen. Für Saufen gab es Knast, für Laufen gab es Sonderurlaub. Sonderurlaub war attraktiver. Und ja, das habe ich so beibehalten und es ist eine schöne Entspannung, um nach dem Beruf ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und die Gegend hier zum Laufen ist nach ein bisschen Kennenlernen auch hervorragend geeignet. Bisschen hügelig, ne? Kleiner Nachteil ist, man ist am Berg oben, muss am Schluss immer hoch. Aber nee, ist wunderbar. Herrliche Luft, der Duft von Olivenbäumen. Also das ist hier schon ein besonderes Lauferlebnis. Wäre sicherlich mal eine schöne Gegend, um einen schönen Lauf zu veranstalten. Na super, dann wünsche ich euch eine gute Heimreise. Schickt mal eine kurze E-Mail, wenn ihr gut angekommen seid. Und wir haben ja noch ein anderes Projekt, das wir zusammen planen. Und ja, da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann doch öfter miteinander kommunizieren als in den letzten 15 Jahren, sage ich mal. Ne? Sicherlich einmal digital, aber bestimmt auch nochmal persönlich. Genau, also gute Heimreise und schöne Grüße nochmal an die Family. Ne? Ciao, ciao. Wir danken.